Auch in diesem Jahr, wie es schon gute Tradition ist, konnte ich wieder einen überreden, für die Auszubildenden der Landwirtschaft noch ein paar Worte zu sagen. Und das fällt ja in der Regel dem zu, der in dem Berufsschulstandort Farel die beste Note abgeliefert hat. Deswegen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch nochmal im Namen der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Janaike Fauerbach, ich bin jetzt 21 Jahre alt und habe auf dem elterlichen Hof die Ehre gehabt, aufzuwachsen. Auch ich habe meine Prüfung zum Landwirt bestanden und darf heute im Namen der jetzigen Gesellen die Rede halten. Ein ganz besonderer Lebensabschnitt liegt nun hinter uns, der uns viele Erfahrungen und Erkenntnisse gebracht hat. Sie können positiv sowie auch negativ sein. Sie werden uns unser Leben lang begleiten. Ich persönlich verbinde in meiner Lehrzeit viele neue Freunde, Einblicke in verschiedene Familien, aus landwirtschaftlicher Sicht einen erweiterten Horizont, ein dynamisches Klassenleben, was wir wohl alle selber wissen, interessante Lehrgänge mit spektakulären Zwischenfällen. Meine Ausbildung begann im Sommer 2017 nach dem Abitur. Familie Eilers aus Bredorn hat mich herzlich aufgenommen. Ich wohnte bei den Senioren. Aber gleich die erste Nacht war für mich eine Aufgabe. Egal wie ich es versuchte, ich passte nicht in das Bett. Es war einfach zu kurz. Ein paar Tage später habe ich dann ein größeres Bett bekommen. Bei Kerstin und Bernd kann ich mich sehr für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir haben immer viel Spaß miteinander gehabt und eure Jungs sind mir auch besonders ans Herz gewachsen. Zu dem Team gehörten meine Mitauszubildende Anna und die Herdenmanagerin Nane. Ich hatte es zu Anfang nicht immer leicht mit den beiden Damen, da ihre Skepsis gegenüber meinen Fähigkeiten überwog. Heute verbindet uns eine enge Freundschaft. Im Sommer 2018 begann mein drittes Lehrjahr auf dem Hof von Wertbark in Stedesdorf. Hier fand ich eine ganz andere Arbeitssituation vor. Es wurde im Team gearbeitet, in einer reinen Männertruppe. Gearbeitet wurde im Schichtdienst, wo der Tagesablauf in einer Teambesprechung geplant wurde. Es kommt darauf an, dass jeder auf jeden sich verlassen kann im Team. Jeder in seinem Bereich. Auch dies war eine gute Erfahrung, wo neue Freundschaften entstanden sind. Ich denke, jeder hat Ähnliches oder vielleicht genau das Gleiche erlebt in seiner Ausbildung. Aber was wohl für uns immer am wichtigsten war, der Schultag in der Woche. Die Pausen konnten gar nicht lang genug sein, um die neuen Erlebnisse miteinander auszutauschen. So könnte es durchaus mal vorkommen, dass es bei Herrn Rickels keine 5 Minuten gedauert hat, bis wir alle auseinandergesetzt wurden. Herr Sinagowitz ermahnte nur noch und zog strikt den Unterricht durch, wobei er wahrscheinlich schon die Südsee vor Augen hatte. Denn seine Hauptaussage war, mir egal, ob ihr durchfallt, ich gehe mit denen, die bestanden haben, in den Ruhestand. Dann gab es dann noch Herrn Meier, ein Lehrer, wie ihn sich jeder wahrscheinlich wünscht. Für wenig Aufwand eine gute Note. Jedoch hatte er immer einen Spruch für uns. Der häufigste war wohl, Jungs, ich gebe euch allen eine gute Note. Aber sie müssen jetzt aufpassen, sonst reißen ihre Eltern mir ihren Kopf ab. Wie wahrscheinlich in jedem Jahrgang war das Berichtsheft ein Drama. Schlaflose Nächte, fehlende Berichte, nicht pünktlich vorgelegte Berichte und so weiter und so weiter. Ich fürchte, wir waren der aufwendigste Jahrgang für Herrn Harschen und Herrn Minitz von der Landwirtschaftskammer. Im Namen meiner Mitabsolventinnen und Mitabsolventen kann ich sagen, wir haben alle viele Erfahrungen gesammelt und sind erwachsener geworden. Heute sind wir zusammengekommen, um freigesprochen zu werden. Damit haben wir einen Grundstein für unsere Zukunft gelegt. Aber um überhaupt noch von Zukunft für unsere jungen Landwirte zu sprechen, hoffe ich, dass die Demonstration am vergangenen Dienstag etwas bewirkt hat. Dass die Politik sich bewegt und uns auch unser Image wieder in ein besseres Licht rückt. Dennoch war es beeindruckend, was dort auf die Beine gestellt wurde. Auch der vor- und nachgelagerte Bereich hat sich stark mit uns solidarisiert. Ich hoffe, dass dieses starke Gemeinschaftsgefühl uns noch lange trägt. Applaus
Dann darf ich mich recht herzlich im Namen unseres Jahrgangs bei den Lehrbetrieben und ihren Familien bedanken. Außerdem bedanken wir uns bei den Lehrern sowie bei Herrn Minitz und Herrn Harschen, dass sie uns durch die Prüfung gebracht haben. Sowie bei unseren Eltern, die einen vielleicht das ein oder andere Mal wieder motivieren mussten, aber auch immer für uns da waren. Ich wünsche allen neuen Gesellen für die Zukunft alles Gute. Zu guter Letzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen zusammen einen schönen Abend. Den detaillierten Bericht hierzu lesen Sie bitte in der Tageszeitung Jeversches Wochenblatt.